Warte. Hier, die ganzen Dinger müssen noch hier bis da hinten hingesetzt werden. Also die beiden Gleise. Also, was jetzt genau? Das Blaue und das Rote muss noch gesetzt werden. Was muss da gesetzt Also werden? hier der Tunnel muss Moment. gebuddelt werden. Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich kurz gucken. Wo willst du denn hinbuddeln? Ach so, ja. Also einfach quer da rein. Muss kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Der müsste doch weg. Du bist jetzt bei Blau lang? Bei Rot. Ja, ich muss gerade mal gucken, wo Blau lang geht. Oder machst du das gerade? Kann mich hier mal reinbuddeln. Ja. Das ist Blau. Hi. Wie willst du ihn jetzt verbinden? Das müssen wir dann irgendwo in dem Abschnitt hier hinten machen. Also bis. Ja, warte. Also ich würde die Zone noch nicht machen, weil wir ja erstmal gucken müssen, wie genau wir das dann machen. Ja, Die ich meine, ganzen. ich hab dich ja vorhin noch gefragt wegen Schrägführen und so weiter. Ja, es geht, aber. Ich würde das jetzt auch erstmal nur mit der Wolle quasi erstmal setzen. Ja, also so eine Weiche braucht halt wahrscheinlich schon ein paar Blöcke Platz. Ja, deswegen, ich setze Ich das weiß nur mal jetzt jetzt. spontan nicht, wie viele. Ich setze das jetzt nur mal eben per Wolle. Und wie weit wir hier gleich weiter weg müssen, sehen wir dann ja noch. Ich mache ja noch keine Gleise rein. Oder. Ja, blau war sowieso nur Mine, oder? Dann Ja. fällt das Gleis ja eigentlich komplett weg. Stimmt. Das können wir hier rausnehmen, das brauchen wir hier auf der Seite gar nicht. Und sollen wir das Grüne und das Gelbe vielleicht vertauschen? Dann hätte man die Abfahrt in der Mitte. Das wäre, glaube ich, besser. Also würde besser aussehen. Geht auch. Ja, das überlege ich gerade wegen Blau, weil. Ich mach's mal anders. Ja, blau geht dann wahrscheinlich nur unter die Erde. Also kann das hier komplett weg. Ja, theoretisch ja. Lassen wir es erstmal da, ich mache das hier mal kurz anders. Okay. Geh mal zu den ganzen Leuten und mach da Wegpunkte, dann kann ich das besser planen mit der Bahn. Ja. Aber ich glaube, allzu lange mache ich heute auch nicht mehr. Ich bin enttäuscht. Ja. Bin dann noch ein bisschen krank und deswegen ja. Fragen, was? Merkt man das nicht an meiner Stimme? Ach, hört sich immer so Okay. an. Bin jedenfalls krank. Aber da habe ich gehört, dass Minecraft das beste Heilmittel dafür ist. Das Habe habe ich ich auch auch gehört. gehört, ja. Oh Gott, warum baut Michi seine Insel denn eine ungerade Anzahl von Blöcken breit? Geht ja gar nicht. Triggert. Wo triggert ihr? Du hast von triggert, Alter. Der war doch noch mal der Schweizer. Der Welsberg, Andre. Er wird weiter gebaut. Bei der Quasi Nähe hinter von. Michi, der Ja. Zuckerrohrtyp. Also der Der hat da mit kann. dem Quarz baut. Nee, das Nein. ist easy. Okay. Quasi Brücke, dann Michi und dann weiter geradeaus dahinter. Okay.
Alter, hört auf mich in die Ecke zu drücken, ey, scheiß Schafe. Der Easy hat ja schon Teil seines Bahnhofs gebaut, ne? Ja. Aber zu hoch. Was für ein Trottel, haha. Ist das nicht auf 50? Nein, auf 53. Schlau. Da musst du alles neu machen. Okay, das war. Hat er im Wasser gemacht, ne? Auch eine gerade Anzahl im Lückenbreit. Ach, die Leute spinnen hier total. Warum müssen die alle immer in die Ecke drücken, ey? Was ist los mit diesen Tieren? Blühen die Snack oder was? Also ich muss sagen, das, was der Izzy baut, sieht echt ziemlich cool aus. Was hat er denn? Ja, sein Haus da mit Quarz. Das hat schon was. Ja. Wo hat diesen Bahnhof falsch oder Das was? Quarzhaus. Haben die Tiere, dass sie immer in die Ecke müssen? Bring die alle um! Also du willst was in der Ecke bauen im Stall und die drücken dich alle weg. Also ist der Schweizer der so einen Sandhügel gebaut hat? Ja. Okay. Warum der Zuckerrohrtyp? Warte, da was. Der hatte mal seine ganze Insel voll mit Zuckerrohr. Ach so. Mario lebt gerne in der Vergangenheit, also ist gerne in der Vergangenheit. Wenn das so ist. So, jetzt dürfte eigentlich. Also jetzt habe Hat ich der Schweizer alles. eigentlich auch einen Namen? Andre. Spring Break. Weltberg. Also Andre, glaube ich, mit echten Namen und dann dieser mal Spring Break. Oder auch Welsberg. Ich glaube, hier heißt der Welsberg. Ach, das ist mir zu kompliziert. Ich bleib bei Schweizer. So wie alle. Ich hoffe, also jetzt habe ich alles umrandet, Zäun mit halt Zäun. Also ich habe alles im Zäun. Und wenn jetzt noch welche sterben, keine Ahnung warum. Dann auch nur, um mich zu triggern. Also ich würde auch sagen, dass alle langsam mal festlegen, wo sie ihre Bahnhöfe haben wollen, damit wir das auch planen können. Das heißt ja auch, ich müsste einen Plan, wo mein Bahnhof Ja. herkommt. Na gut. Ich gesagt, dass ich das schon weiß. Gut, vorhin informiert. Also der Izzy ist da ja schon mal sehr vorbildlich. Außer, dass er sich falsch hingesetzt hat. Stimmt. Aber das wird er ändern.
Bestimmt wird er das ändern. Wenn nicht, werden wir es ändern. Also zumindest den Abreißpart werden wir übernehmen. Oh, wir haben den schönen Schmuck aus abgerissen, jetzt darfst du es wieder hinbauen. Ja, die Hälfte der Arbeit haben wir dann eben abgenommen. Aber bitte diesmal richtig. Und bitte versucht Versucht nachzudenken. nachzudenken. Hä, warum zur Fick ist der Tunnel da einfach höher? Alter! Warum habe ich einen verdammten Bogen dafür verschwendet, ey? Dieser Schwungkraft ist ja richtig geil. Damit habe ich alle Hühner, die ich da hatte, in zwei, drei Schlägen getötet. Muss halt aufladen, ne? Aber Alter, ist das geil. Oh, aus 32 Eiern kam ein Huhn. 2. Gerade eben kam eins aus 32 Hühnern, 32 Eiern, jetzt kam dann 2 aus 32 Eiern, jetzt kam gerade 4. Sprechen sich doch ab. Kann es sein, dass Michis Kreise eher Oktagons sind? Hab keine Ahnung, was er sich bei der Planung da gedacht hat, also. Frag mich nicht, was das für Kreise sein sollen. Ja, ist nicht wirklich rund, ne? Eher so eckig. Ja, ganz rum kannst du da eh nicht bauen, ne? So, Christian, möchtest du mir mal spontan sagen, wo du deinen Bahnhof haben willst? Nein. Okay, möchtest du es? Obwohl. Ah, okay, nein, das ist doof. Moment. Ich hab schon eine Idee. Ja. Komm, das mache ich gleich weiter. Komm her, mal. Ich habe hier eine Treppe. Und theoretisch könnte ich die auf Stufe 50 irgendwie abzweigen, also. Ja, könntest du auch deinen Bahnhof weiter oben machen, dann als erstes erstmal bergab die Strecke machen. Das geht ja auch. Ist mir egal, aber irgendwo hier könnte man es machen. Bahnhof, irgendwo hier. Ja, willst du das wirklich hier bei so einer komischen Treppe haben? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir das auch höher machen können. Also ich meine, das wäre dann hier oben schon auf Ja, die Stufe. Strecke muss am Ende auf 50 sein, aber du kannst dann ja vom Bahnhof aus direkt eine Strecke, also eine Steigung nach unten machen. Ja, aber Dass du dann auf hier 50 habe ich ja bist. schon eine Treppe, weißt Ja, aber das ist keine Minecraft-Treppe. Also wenn du willst, kannst du den natürlich da haben, aber ist Ach, halt du eher meinst, unschön. dass man dann mit einem Minecart dann runter zum Bahnhof kann, oder was? Dass der Bahnhof weiter oben ist und dass man nach dem Bahnhof direkt erstmal bis zu 50 runterfährt mit dem Minecart. Ja, ne? Naja, Stimmt. dagegen kann man ja nichts sagen. Ja, das ist eigentlich schon nicht schlecht. Ja, muss ich mal gucken. Kann auch erstmal den Marker irgendwo in deiner Basis machen. Setzt du den schon irgendwo hin? Weil ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich jetzt. Ja, muss nicht genau sein. Aber schon mal so zur groben Planung. Zur groben Planung. Damit ich ungefähr weiß, wo die Weichen hinkommen. Hab schon Welche eine Idee. Richtung hoch. Hier. Hier. Weil hier haben wir schon eine natürliche Kreisform.
werde das dann noch ein bisschen künstlich erweitern und dann noch ein Glasdach hier bauen. Dann habe ich hier schon mal einen Bahnhof. Wo ist denn hier eine Kreisform? Na, also guck mal, also was hier den Berg, da geht's so. Ach halb, so. Halb, und dann führe ich den so weiter bis hier. Ja. Haben wir Baum hier quasi rum und dann Glasdach. Oh, das wird schon richtig geil. Jetzt hab ich schon voll die... Lass mein fucking. Lass meinen natürlichen Bahnhof hier in Ruhe. Ja gut, dann mache ich den Marker mal hier hin. Genau. Da genau, wo ist die Mitte? Hier ungefähr. Ja, irgendwie so wird also der Bahnhof. Irgendwie so, ja. Gucken, ob der jetzt kleiner oder größer wird. Ist eigentlich auch gerade egal. Ja. Warum machen die keinen Schaden bei dir? Was? Die Eier, eigentlich müsste man doch von Eiern einen Rückstoß bekommen, oder? Bei Spielern irgendwie nicht. Ist verbuggt. Bei PvP, ich hab das doch gesehen, es gibt Minecraft PvP, da machen die das. Ja, es ist dann ein gemoddeter Server. Ja. Genau wie mit Schneebällen und so. Schneebällen und. Hä, was ist denn jetzt los? Warum ist das unsymmetrisch? Das, nee, Mario, das, wo willst du eigentlich dein Haus bauen? Das kommt bei mir direkt hier in die Stadt quasi. Also hast du gar keine eigene Base? Nee, so nicht. Hast du ja gar keinen Bahnhof. Doch, der Hauptbahnhof. Mhm. Ach so, das ist jetzt dein eigener Bahnhof. Machst du hier so eine Monopoly Edition? Wir müssen halt immer toll sein, wenn wir da durchfahren wollen, ne? Ach du Scheiße. Sehr clever gemacht, Mario, sehr clever gemacht. Stefan? Ja? Kannst du mal vorbeikommen gleich und mal gucken, wo hier, also warum das hier falsch ist? Bin auf dem Weg. Also ich sehe, ich muss mir demnächst echt eine neue Zahlungsmethode einfallen lassen. Also mit Zuckerrohr komme ich allein nicht mehr durch. Oder ich brauche eine größere Zuckerrohrplantage. Ja. Ja, man braucht halt so eine große automatische Farm, das wäre am besten. Ah, wenn ich wüsste, wie man die macht. Wie groß ist deine Farm denn überhaupt? Wie soll ich das ausdrücken? Ja, es ist groß. Wenn ich einmal durchlaufe, habe ich fast 2 Stacks. Zuckerrohr. Okay. Fast 3 Stacks, meine ich. Fast 3 Stacks Zuckerrohr. Wenn ich mal durchgehe. Ist doch gar nicht mal so klein. Ja, aber. Die wollen ziemlich viel Zuckerrohr haben. Okay, Mario, was hast du verkackt? Du siehst das hier mit den Kurven. Ja. Aber warum? Keine Ahnung. Was ist hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre der nächste. Wo ist denn das Problem? Ja, das hier quasi die erste Nische ist und da hinten ist noch keine. Die müsste aber ja theoretisch hier sein. Gelb ist mittig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Warte, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß es nicht. So. Das Orange endet hier einfach im Nichts. Wenn du das Orange weiterführen willst, dann hättest du hier einen Abstand von 0 zur Wand. Und hier hast du 2. Ja, aber warum? Warum das Orange einfach im Nichts landet? Keine Ahnung. Das heißt also nicht, dass habe ich jetzt irgendwo zu spät mit der Kurve angesetzt oder? Also hier würde die Kurve beginnen. Kannst du dich mal drüben hinstellen, wo die Kurve beginnt? Bei Orange. Okay. Ja, aber. Das müsste ja an derselben Stelle eigentlich sein. Ja, der Tunnel ist unsymmetrisch. Also hier gelb ist in der Mitte. Also müsste eigentlich in der Mitte sein. Stimmt. Aber hier links hast du 2 und rechts nur ein Gleis. Das ist die Mitte.
Ja, vom Tunnel schon. Aber vom Okay, ja, Bahnhof und dann nicht. kommt natürlich, ja, stimmt. Von dem Tunnel, ja, das ist die Mitte, ja, und durch das fünfte Gleis, ja, gut, okay. Wie löse ich das jetzt am besten? Das ist gruselig. Es gibt noch was Gruseligeres. Muss gerade mal 11. überlegen, wie ich das löse. Ja, kenne ich. Na, schade. Ja, theoretisch müsste ich die ganze rote Wand hier noch ein Stück weiter nach hinten setzen. Du machst das schon. Aber dann ist der rote Tunnel so mega breit, das ist auch scheiße. Heißt du was? Aber eigentlich brauchen wir hier gar keinen so breiten Tunnel. Ja, ich habe jetzt nur keinen Bock, den natürlich jetzt einzureißen. Ich hoffe, das Nee, verstehst muss auch nicht. du. Aber wir brauchen hier dann ja nur zwei Schienen, ne? Das ja. Habe ich ein rosa Schaf auch bekommen. Yay. Ich denke mal, das stört keine Sau, wenn das ein bisschen unsymmetrisch ist. Doch, mich. Doch. Jetzt, wo du es mir gesagt hast. Was sie euch alle gegen Strich am Nockei. Aber man braucht Fäden und Slimeballs für eine Leine, ne? Ja. Ein Faden, ein Slimeball. Gucke ins Rezeptbuch. Das ist nervig. Ich brauche Warum beides dann, nervig? damit das angezeigt wird, oder? Vermutlich ja. Das ist das Scheiße, das ist, weil ich beides brauche. Das schlechteste Rezeptbuch ever. Muss die Sachen erst haben, um zu wissen, wie man das man braucht. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so ein riesen Lagersystem hat. Wird mir immer nicht angezeigt. Spielt Clemens eigentlich noch aktiv? Weiß ich nicht. Oder halbwegs aktiv? Also so aktiv, dass er einen Bahnhof bauen würde. Ich glaube ja. Ich Kann es sein, dass ich brauche. zwei Schleimbälle brauche für eine Leine? Ich weiß es nicht, guck ins Rezeptbuch. Ich guck gerade, aber ich sehe es nicht. Hast du genug Leinen, genug Fäden? Ich habe vier Fäden. Ich brauch so fünf. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Oh. Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte darunter legen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!